Willkommen zurück zu Super Mario RPG. Nein, ihr seid nicht in der falschen Folge. Wir waren beim letzten Mal in der Waffenwelt. Aber ich habe mich dazu entschieden, in dieser Folge noch ein bisschen Backtracking zu machen. Es gibt nämlich noch zwei Sachen, die wir machen können, bevor wir das Finale machen. Zum einen sind die Türen 1 und 6 fertig, denn beide Türen haben wir noch nicht gemacht. Und somit tun wir sie jetzt. Und Tür 6 scheint wohl ein winzig kleiner Mini-Boss-Rush zu sein. Oder was heißt Boss-Rush? Halt Gegner-Rush, besser gesagt. Und man merkt, dass ich die Attacken immer noch nicht ganz drauf habe. Man merkt's. Genau, wir machen die beiden Türen. Und die zweite Sache. Na, die spielen die Präsenz. Ja. Ich habe nur Bowser gerade nicht draußen. Die andere Sache ist dann ein Secret-Boss-Kampf, den wir tatsächlich schon machen können. Zu dem wir dann aber auch noch erst dann gleich kommen. So, normalerweise würde dann immer dieser rote Magikoopa kommen, der das dann immer hier beschleunigt. Also er spawnt die halt, er beschleunigt sich sogar länger, wenn er, glaube ich, hier ist. Bin gerade nicht sicher, aber ja. So, und wenn ich jetzt mit Bowser angreife, sollten die Angst vor mir haben und den Kampf noch schneller beenden, weil eigentlich brauchen wir jetzt keine XP mehr. Wir sind jetzt ziemlich hoch gelevelt, tatsächlich, würde ich mal behaupten. Bam. Okay, man merkt, dass ich seit einer Woche oder so nicht mehr gespielt habe und mein Gameplay ein bisschen schlechter geworden ist. Aber das hält uns nicht auf. Ganz im Gegenteil. Es ist nur ein Ansporn, noch stärker und besser zu werden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Raum kaum anders ist zum anderen Kampfraum. Aber vielleicht bin es auch nur ich. Ach komm schon. Da muss der Ultra-Feuerball her. Alle kaputt hauen, außer die anderen beiden aus irgendeinem Grund. Okay. Danke, Merlo. Ich glaube, dich switch ich mal raus. Machst du ja gar kein Damage gefühlt. Das können wir so nicht erlauben. So, ich glaube, das waren immer drei Räume, ne? Drei Räume voll mit Gegnern. Somit ist der erste Raum gleich schon geschafft. Du hast Glück. Glück hätte ich, wenn ihr einen Like da lassen könntet. Aber, na gut. Ich glaube, wenn ich einfach nur so angreife, ist actually im Moment besser. Ja, einer dieser Türen wird komplett useless sein. Und einfach nur, wenn wir einfach nur machen, weil wir den dann gemacht haben. Und in dem anderen ist ein Item für Gino drin, damit er nicht mehr diesen komischen Angriff hat, den wir jetzt gerade benutzen, sondern damit er einen anderen Angriff hat, mit dem er dann stärker wird. Ja. Oh, doppelte Erfahrung. Ja, warum nicht? Bin zwar nicht hier für Erfahrung, aber ich meine, kriegen wir so oder so. Und ja, nehme ich mit. Ist ja ziemlich easy. So. Lass mal sehen, wer noch gegen uns campen will. Bizo! Warte mal, haben wir Bizo überhaupt schon analysiert? Falls nein, mache ich das mal. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, die analysiert zu haben, aber vielleicht habe ich das auch schon. Nee, okay, kann sein. Was kann sein? Wirrlicht. Ich glaube, die Attacke haben wir aber auch noch nicht gesehen. Also, wir sehen ja auch ein bisschen was Neues. Also, ich zumindest. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, aber egal. Mann, Marios Hammerangriff muss ich auf jeden Fall nochmal üben, aber es scheint wohl der beste Angriff für ihn zu sein, weil das, naja, wir kriegen hier gerade die besten Sachen für unsere Characters, mehr oder weniger, zumindest von dem, was ich halt her weiß. Ich weiß nicht, wann ich den dritten Schlag machen soll mit seinem Hammer. Ich weiß nicht, wann ich den nutzen soll. Das ist so ein kleines Problem. Qualmaxo, du auch hier? Scheinbar. Opa! Das geht gar nicht! Mann. Ja, okay, ich muss das Timing noch ein bisschen üben. So, Gino, gehen wir auf ihn. Ginos Timing kann ich aber dafür. Und er läuft sogar zweimal hintereinander. Sehr nice. Wickwill. Ja, Kopier hatte so oder voll. Bam. Ich hoffe, dass durch das die Timings nicht richtig hinkriege, dass es mir nicht schwerer fallen wird, den Endboss des Spiels zu besiegen. Weil von dem habe ich gerade ein
meisten Angst. Ich hoffe, den kriege ich überhaupt hin. Und wow. Aber wir sehen auf jeden Fall, wie stark wir geworden sind. Da, zack, zwei Angriffe, das war's. Also das ist schon echt krass. Oh. Der Gewatterspuk ist gefährlich. Deshalb müssen wir den zuerst ausschalten. Bam, bam. Boah, fast 300. Also wenn das nicht zeigt, dass... Und die machen ja auch gar kein Damage gefühlt. Wenn das nicht zeigt, dass wir schon genug gelevelt sind, dann weiß ich auch nicht. Und was passiert jetzt? Ah, Level Plus sogar, tatsächlich. Level 19 für Bowser. Okay, guter Bowser. Du kriegst ein bisschen mehr KP. Leb damit. Den Rest brauche ich dir nicht unbedingt geben. So, und ich glaube, jetzt ist mal ein guter Zeitpunkt, um mich zu sagen, was das Maximum Level dieses Spiels ist. Maximum Level ist nicht Level 20, wie ich anfangs vermutet hatte, sondern Level 30. Ja, das heißt, wir sind fast bei Level 20 mit allen. Oder bald, irgendwann. Demnächst. Und dann gibt es noch mal 10 weitere Level. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob wir dafür leveln müssen. Für die Afterstory, die es ja jetzt im Remake neu gibt. Oder ob das nicht so wichtig ist. Ne? Ich will es mir ja nicht super schwer machen. Ich will ja einfach, naja, wie soll ich sagen? Naja, ist auch egal. Ich will es gebalanced haben, mehr oder weniger. Level plus Level 19 für Peach. Boah. Riesiger Unterschied bei KP. Also den machen wir hundertprozentig. Plus 9 KP oder so? Ja, auf jeden Fall. So, und das hier sollten jetzt langsam die letzten Gegner sein. Also nach diesen Gegnern dann noch einmal. Und dann sollte es vorbei sein. Also ja, ich weiß ja nicht, welche Tore ihr alle genommen habt. Aber ich denke, die Reihenfolge, die ich hatte, die war ziemlich ausgeglichen. Wir hatten ziemlich viel von allem gesehen. Also, not bad auf jeden Fall. Aber ich kann euch ja schon sagen, wir werden heute wahrscheinlich nicht mehr weitermachen in der Main Story. Ich hole noch kurz noch ein bisschen was nach. Halt Bowser Schloss und noch einen Secret Boss. Dann können wir gucken, ob wir vielleicht sogar schon beim nächsten Mal den Final Boss hinkriegen. Das weiß ich jetzt aber nicht. Wie gesagt, ich spiele das Spiel blind. Ich weiß halt nur das, was ich euch im ersten Folge gesagt habe, was ich weiß. Und ja. Bisher, ich kann mal ein ganz kleines Fazit schon mal geben. Ich finde, bisher ist das Spiel echt nice. Aber es ist lange nicht mein Lieblings-Mario-RPG, das kann ich euch sagen. Ich meine, ja, das Spiel heißt Mario-RPG und es ist das einzige Spiel, das so heißt, aber... Ihr wisst, was ich meine, es gibt ja noch Paper Mario, es gibt ja noch... oh, Level Plus für Mario gibt's auch. Warte, das mal kurz sehen, ja, mach mal einfach. Und wer noch? Mallow. Du auch. KP ist sehr riesig bei ihm. Machen wir das aber. Alle haben richtig viel bei KP. Und Gino auch noch. Was zur Hölle? Okay. Na gut. So, was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Achso, ja, es gibt ja. Was? Hä? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich die Tür 6 nicht gemacht habe. 1 und 6 habe ich beide nicht gemacht. Hä? Okay, vielleicht war das auch einfach die Tür, wo man Müll bekommt und ich habe deshalb nichts bekommen habe. Okay, das habe ich auf jeden Fall nicht gemacht. Auf jeden Fall, um das kurz nochmal zu beenden, was ich gerade sagen wollte, es gibt ja Paper Mario Spiele, es gibt ja Mario und Luigi Spiele und da gibt es auf jeden Fall Spiele, die ich mir denke, die finde ich besser als das. Ja, aber das ist trotzdem ein sehr gutes Spiel. Grüß dich, ich bin Dr. Klopper, offizieller Festungsrätselmeister. Du kennst mich ja schon, ne? Sag, stehst du auf Münzen? Kleine Spielanleitung gefällig? Ja, sag mal. In dieser Truhe hier stecken 21 Münzen. Ich und du. Wir nehmen uns jetzt abwechselnd welche raus. Eine oder mehrere auf einmal. Aber wer als letztes Münzen aus der Truhe nehmen muss, der hat das Spiel verloren. Kapiert? Nee, hab's nicht kapiert. Pro Runde darf man 1 bis 4 Stück nehmen. Wenn du genug hast und den Zug beenden willst, drück einfach A. Nehme ich mal 3 Stück. Okay, das sind jetzt 5. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hast gewonnen, Kumpel. War eine lange Kleinigkeit für dich, richtig? Obwohl ich es nicht verstanden habe, habe ich sofort gewonnen. Sehr nice. Oh Gott. Willkommen im Saal der Schalter, der magischen Schalter. Willst du eine Anleitung? Ja. Also, jeder Schalter, auf den du hilfst, betätigt auch sämtliche Schalter, die gleich daneben liegen. Betätigen heißt, dass ungedrückte Schalter eingedrückt werden, aber gedrückte wieder hervorspringen. Sinn der Sache ist, sämtlicher Schalter im Saal einzudrücken. Klaro, dann ans Werk. Okay. Oh Gott, nein, nicht sowas. Ich hasse sowas. Ich weiß nicht, wie ihr dazu was steht, aber ich kann sowas nicht. Oh Gott. Ah, nein! Nein! Wie soll ich das machen? Oh Gott, ich glaube, hier wird die Folge an Überlänge gewinnen. Ja, aber sowas von... Oh Gott. Okay, ich glaube, erstmal alles von der Mitte weg zu bekommen ist ganz gut, oder? Oder vielleicht andersrum. Ja, alles auf die Ränder zu bekommen. Ja, nur die Ränderknöpfe zu haben, die am Rand stehen. Das meine ich damit. Nur die... Ich kann sowas überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Spaßiges Gameplay, oder? Und dann die ganze Musik. Jetzt hab ich's. Oh mein Gott, ich bin einfach nur random rumgesprungen. Alter Schalter, das ging ja ziemlich flott. War kein großes Problem für dich, oder? Doch. Und wie das war. Letzte Prüfung. Ja, nächste Klobelei, Kumpel. Und zwar spielen wir Kugelsolitär. Möchtest du eine Spielleitung? Hau mal raus. Gerne, du trittst eine Kugel, dann hüpfst sie über jeder drüber. Was? Du trittst eine Kugel, dann hüpft sie über jene drüber, die gleich daneben liegt. Übersprungene Kugeln verschwinden. So machst du dann immer schön weiter, bis nur noch eine einzige Kugel übrig bleibt. Überspringt eine Kugel keine anderen oder kriegst du eine Kugel auf einem besetzten Platz, hast du verloren. What? Wie? Hä? Das geht nicht. Wie? Hä? Was? Wie soll das funktionieren? Ich springe auf eine Kugel drauf? Oder wie ist das? Was? Ich kann nichts machen. Soll ich zurückgehen? Ich kann nicht mehr zurückgehen. Die Loading Zone existiert nicht mehr. Ja, okay. Ich dachte, jetzt schiebe ich das hier halt so nach da oder so. Oder wie ist das gemeint? Soll ich hier so rumspringen? Bis ich dann irgendwann hier gelandet bin. Nee? Help? Aufgeben. Ah, nee, das will ich aber auch nicht. Was soll ich tun? Irgendwie passiert hier nichts. Okay, ich glaube, ich muss mir nochmal die Erklärung anschauen. Okay, und warum wird mir das erst jetzt angezeigt? Den kann ich jetzt... Wie man, da stand gerade treten. Ist das bei dem auch? Nee. Bei dem steht treten. Okay. Welchen kann ich denn noch treten? Ist das wirklich einfach nur so ein Spiel von, ja, guck dir jeden an und guck, welchen du treten darfst? Oder wie soll ich das verstehen? Weil gerade stand da treten. Als ob ich jetzt wirklich jeden einzelnen durchgehen muss. Ich spam einfach mal A. Irgendwann kann ich doch bestimmt schon mal... Ja, A, das hat funktioniert. Da, das hat funktioniert. Okay, okay. Vielleicht andersrum, von hier. Ja, das geht und das muss auch gehen. Ja. Nein? Keine Züge mehr möglich, bedauere, aber das ging daneben. What? Nein. Nicht alles neu, oder? Nein. Nein, 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 nein. Du kannst mir nicht... Nein, nein, nein. Okay, ich habe alles nochmal neu gemacht bis zu dieser Stelle. Ich habe jetzt ein Tutorial im Hintergrund an. Das erste ist hier. Dann das nächste ist
Moment. Hier. Danach. Ich muss auf das Tutorial warten. Das brauche ich auch so lang. Hier. Weil ich bin, also auf sowas habe ich jetzt keine Lust. Ich würde es ja normal versuchen, wenn ich nicht danach alles neu machen müsste. Ist halt das Ding. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Hier. Und danach. Ding, ding. Wenn er mal möchte, so. Genau. Dann. Ding, ding. So, das sieht schon mal gut aus. Den da oben als nächstes. Wenn er will. Jetzt. Jetzt will er. So. Dann ihn hier. Mhm. Dann, ich glaube, der hier, oder? Geil, wie ich es auf Tutorial warte, oder? Ich habe es im Mittelrund laufen und schaue es mir währenddessen an. Ah, nee, jetzt wählt er sich den hier aus, oder? Ja, doch, er wählt sich den hier aus. Na gut. Jetzt aber den, oder? In die Richtung? Ja. Didin. Sieht sehr komisch aus hier, aber es scheint richtig zu sein, wenn wir es so machen. Und so machen. Okay, jetzt habe ich's. Yay! Herrlich! Kann sich sehen lassen, dein Köpfchen! Das war schrecklich. Das will ich nie wieder machen. Bitte. Wir kriegen dafür als Belohnung! Was? Kann das Bonbon? Was? Alles klar, also. Ich habe gerade gemerkt oder herausgefunden, dass wenn ihr Bowsers Schloss macht, macht am besten die vier Wege, die einem ein neues Upgrade geben für eure Characters. Weil, wie ihr gesehen habt, wenn ihr es danach holen wollt, sind die Boxen deaktiviert. Das heißt, die erste Tür war jetzt gerade zum Beispiel ein Fail. Ihr müsst dieses Quiz gar nicht wirklich machen, da gibt es nichts Besonderes. Und die letzte Tür, die sechste Tür, die wir am Anfang der Folge gemacht haben, die war für Gino. Ja, das Item für Gino kriege ich jetzt nicht mehr. Das ist die Stargun. Die gibt es leider nicht mehr. Warum ich jetzt hier bin, fragt ihr euch. Nun, um einen Secret Final Boss hier freizuschalten. Und ich würde ihn tatsächlich erstmal vor dem richtigen Final Boss machen. Müssen wir hier noch Mauldurf und mit diesem Mädchen reden. Das hier ist der Mauldurfer Kinderbazar. Willst du vielleicht einen Funkelstein? Aber gerne doch. Dann bring mir eine schöne Feuerwerksrakete. Gegen die tausche ich meinen Stein nämlich. Feuerwerksraketen? Wo krieg ich die denn nur her? Ich frag mal rum, vielleicht weiß er ja was davon. Schaust du gerne Feuerwerke an? Oh, die passen. Dann habe ich hier was gebastelt, das dürfte dir richtig gut gefallen. Und zwar eine richtig süße Feuerwerksrakete. Kein besonders großes Kaliber, aber Blitzen und Funken spritzen, das können sie. Na, was sagst du dazu? Willst du mein Feuerwerksraketchen kaufen? Kostet nur 500 Münzen. Boah, 500 hat es die Hälfte meines Geldes gefühlt, aber na gut, kaufen wir sie. Schönen Dank, dann lege ich mich mal weiter ins Zeug. Irgendwann zeige ich dir was richtig Tolles. Die sind so teuer, weil illegal. Na gut, in manchen Bereichen auf der Welt sind ja solche Feuerwerksraketen für Silvester illegal. Komm doch einfach mit ein paar Münzen mehr im Gepäck wieder und investiere dann in meine Raketen. Warum sollte ich das? Tut mir leid, aber ich hab nichts mehr. So, also bist du Funkelstein? Wollen wir tauschen? Feuerwerksrakete gegen Kugelstein? Okay. Dankeschön! Funkelstein erhalten. So, lass uns mal kurz unsere Items nachschauen. Ein funkelnder Stein. Wow, wofür ist der denn? Das kann ich euch sagen, wofür der ist. Und zwar müssen wir dafür zurück zum Monsterschlupf. Denn, vielleicht erinnert ihr euch noch, da gab es ja eine verschlossene Tür, die anders aussah als die anderen. Wo man nicht durchkam. Es ging einfach nicht. Und nun, wenn wir es jetzt versuchen, mit dem Funkelstein. Ich hoffe, ich bin geheilt. Bowser nicht. Reicht schon. Sie ist versiegelt. Was ist das? Dein Funkelstein reagiert. Das Siegel wurde gebrochen. Wer lebt denn hier noch? Wir wissen ja von unserem Nachbarn, also von den Nachbarn hier, dass die Person hier drin irgendwas von seltsamen Dingen spricht. Aber wir können nochmal mit ihr reden, was die sagt. Oder die Brennerplatz hier. Ist ganz seltsam. Manchmal kann man den Typen hören, der hier nebenan wohnt. Er brabbelt ja nicht was von Kristallen und Bösewichtern und edlem Kriegertum und so. Ist ein Kristall nicht so ein glänzender Stein? Ah, da ist ja auch der Tipp für den glänzenden Stein. Mit dem glänzenden Stein kommt man überhaupt hier rein. Und jetzt? Wo sind wir? Wer ist das? Ein 2D-Sprite? Ein Final Fantasy-Sprite? Seid gegrüßt. Ich bin Crystallux.
Dunkelritter von Wanda. Ich bin in diese Dimension gekommen, um für den dunklen Magier zu kämpfen. Die, die ihr vor mir steht. Woher kommt diese Tiefe, die ihr besitzt? Warum werdet ihr in 3D dargestellt? Die böse Kraft, die mich erschuf, sah dieses platte Leben für mich vor. Ihr wurdet von einer mir unbekannten Macht erschaffen. Ich wünschte, das Geheimnis eurer 3D-Welt zu erfahren. Wollt ihr mir im Kampfe entgegentreten? Ja? So stellt euch. Und hier kriegen wir einen Final Fantasy Bosskampf gegen Kulex. Ich bin Materie. Ich bin Antimaterie. Ich sehe eure Vergangenheit. Ich sehe eure Zukunft. Ich nähere mich von der Zeit. Und auch ihr sollt mein sein. Wow. Ja, er heißt Crystallux, aber sein kurzer Name ist Kulex und jeder kennt ihn unter Kulex. Also, ja. Warum hat er hier vier Kristalle? Feuerkristall, Wasserkristall, Erdkristall, Windkristall. Okay. Ich mag aber diese SNES-Musik. Die ist echt nice. Aber wir kämpfen wirklich einfach gegen den Sprite. Ich weiß nicht, ob das der gleiche Sprite ist wie damals. Ich glaube, er ist neu. Ich glaube, es ist ein neuer Sprite. Bin mir aber nicht sicher. Aber wie ist er in unsere Welt gekommen? Und warum will er mehr über das 3D-Leben erfahren? Ich habe mich übrigens ein bisschen schlau gemacht über ihn. Oh mein Gott. Der zerstört mich gerade komplett. Bruder. Ja, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über ihn. Und ich dachte die ganze Zeit, er wäre ein Charakter aus dem Final Fantasy Spiel. Er ist eine Anspielung an Final Fantasy. Aber er ist aus keinem Spiel. Dies Reich ist mir durch und durch fremd. Ja. Vielleicht taucht er irgendwann mal in einem Final Fantasy Spiel auf, aber ist er, glaube ich, bisher noch nicht. Also er ist unbekannt. Und den gibt es auch im Originalspiel. Da war auch, glaube ich, der stärkste Boss im Spiel. Hier ist es nicht mehr. Deshalb mache ich ihn jetzt schon. Aber ja, was war das? Wie weiche ich den denn aus? Oh mein Gott. Peachy! Also, wenn ich gegen den kämpfe, dann merke ich einfach total, wie ich noch dazu lernen muss und wie ich noch besser werden muss. Vielleicht bin ich doch noch nicht ready mit Level 19. Ich weiß es nicht. Alter. Nein, nicht die Attacke. Nein, Mario! Bowser auch noch! Oh. Peach, wenn du jetzt stirbst, sind wir Game Over. Okay. Was passiert hier? Was ist das denn? What? Okay, ich glaube, wir sollen erstmal die Kristalle wegmachen, damit da keiner fünfmal angreifen oder so. Das geht gar nicht. Belebt erstmal Mario wieder. Okay, sehr schön. So, ich glaube, das Beste für Mario. Oh, ich darf die angreifen. Die sind schneller. Peach, nicht sterben! Ich hab doch gedrückt! Och man, ernsthaft? Ich schwöre es euch, ich drücke richtig. Oh nein, Damage immerhin. Okay, Mario, Ultra Feuerball. Auf diese ganzen Kristalle! Okay, der Feuerkristall kann dadurch nicht attackiert werden, das macht irgendwie Sinn. Bowser kommt zurück. Ding, ding. Auf wen? Ja, ist klar! What the hell? Der geht komplett ab. Ja, bin tot. Warte, ich lebe noch? Nee. Irgendwie nicht so wirklich. Ja, Freunde, ich glaube, das war's dann auch mal hiermit. Das wird heute wohl eine längere Folge, wie es scheint. Okay, ich versuch's jetzt nochmal mit dem Ultrafeuerball. Wie gesagt, der greift halt alle an und macht auch schönen Damage. Aber die Kristalle gehen nicht kaputt. Warum nicht? Was brauche ich, um die Kristalle zu zerstören? Ach, verdammt, wieder alle tot.
Ja. Nee, also den Kampf muss ich wiederholen. Das schaffe ich niemals. Ja, nee, das wird nix. Hier, Toad, Hilfe. Hilfe, Toad. Was macht das? Treffst du alle an? Glücksternchen? Nein. Oh, Buff. Ich kann doch gar keinen Buff gebrauchen. Ich bin fast tot. Ich bin fast Buff. Ja, das war's heute. Ja, das überlebe ich doch nicht. Nee. Game over. Hä? Nee. Und ich dachte, ich wäre vorbereitet. So steigt dein Level. Oh, danke. Hätte ich nicht gedacht, dass mein Level so steigen würde. So. Moin. Versuchen wir es erneut. Ich skippe das für euch. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gewesen, direkt mal mit der Trio-Attacke anzugreifen, oder? Wäre nicht schlecht gewesen. So. Los, Gino. Greif sie alle an. Dein Sternschuss. Ja, nein, ja, nein. Geht so. Geht so. War okay. So, vielleicht soll ich generell mal mehr mit den Attacken angreifen. Ja, so stelle ich mir das vor. Wunderbar. Weiß nicht, warum ich das vorher nicht gemacht habe, warum ich nur normal angegriffen habe. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir wirklich nicht sagen. Aber jetzt läuft es besser. Ah, boy. Ich sollte nicht zu früh reden. Ah! Ich brauche Peach, schnell. Ach, daneben. Aber er darf auch nochmal angreifen. Fünfmal greift er an. Fünfmal. Ja, jetzt sind wieder schon alle tot. Alle tot. Okay, Peach. Belebe Bowser wieder. Badadadam. Dankeschön. Bowser, du machst deine Robo-Koopa. Randale. Ich weiß nicht, ob Bowser noch später neue Attacken erlernt. Aber das ist auf jeden Fall bisher die stärkste, die er hat. Die Gegner gehen einfach nicht tot, ne? Die gehen einfach nicht tot. Die gehen einfach nicht kaputt. Egal, was ich tue. Bam. Boah, 66. Ich krieg diesen Block einfach nicht hin. Die meisten Attacken kann sich ja sowieso nicht blocken. Löschlicht? Was macht das denn? Debuff oder was? Hä? Oh nein. Alle tot? Nein, aber am Schlafen. Auch nicht besser. Okay. Ich überlege, was ich jetzt tue. Sternstampf ist geil, ne? Ja, Sternstampf ist geil. Bam. 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 Wir müssen so viel Damage wie möglich raushauen. Den gleichen Sternangriff wie wir. Nur mit einem Dunkelstern. Warum steigt der immer wieder nach oben? Seht ihr das? Oder sieht das nur so aus? Oh, perfekt! Und er lebt immer noch! What the hell? Kann nicht dein Ernst sein. Okay, heilen. So, Mario ist full heal. Und ist wieder wach. So, Peach könnte jetzt leider dafür drauf gehen. Oh, Mann. Oh, natürlich haben jetzt alle Angst. Dunkelstern! Oh, ausgewichen. Nein. Okay, wir brauchen Royal Sirup. Stellt komplette 94 wieder her. Psychobombe. Reizt mich lieber nicht, denn sonst bumm. Ja, nee, erstmal Gruppenkuscheln. Das ist wichtiger. So. Nochmal ein Sternstampfer. Der hat richtig gut funktioniert, tatsächlich. Bam. Hä? Wieso nur zweimal? Hä? Was zur Hölle? Ja, ist klar. Ja, ist klar. Was soll denn das? Komm schon. Bam. Dass die alle noch da rumstehen. Wie viele Leben haben die denn bitte? Oder mache ich irgendwas falsch? Langsam habe ich wirklich das Gefühl, ich mache was falsch. Bam. Warum? Ey, ich check das nicht. Warum man auf einmal nur noch zweimal macht? Ich meine, es ist trotzdem noch gut Damage, aber nicht genügend. Alter.
Löschlicht, ja, Debuffs. Ist mir egal. Oh, nicht Mellow killen, bitte nicht Mellow killen. Oh, okay, gut. Der Grüne macht am wenigsten Damage, er macht nur Shadows-Effekte, wie es scheint. Ach, die sind ja... Ah, Bowser lebt noch. Ah, nee, komm. Schlaft weiter. Daneben, immerhin. Schade. Jetzt? Okay, man muss die Attacken nur lernen. Ja, Mellow ist tot. Dann schlafen die einfach weiter. Schrecklich. Okay. Ich glaube, wir sind wieder Game Over. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Ich glaube, ich sollte mich einfach mal ein bisschen mehr konzentrieren. Dann läuft es auch besser. Oh Gott. Ernsthaft? Sowas wieder? Muss man sowas wieder zurückbringen? Oh Mann. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht, warum der das manchmal einfach so macht. Das macht für mich einfach gar keinen Sinn. So, Gino heilt sich. Weil er sowieso nicht überlebt. Wenn ich ihn jetzt einfach so da lasse. Okay. Ja, dann sind das halt immer noch Pilze, ne? Das ist halt echt schrecklich, aber... Kann ich jetzt nicht ändern. Komm schon. Also, heute haben wir eine Überlängern-Folge. Ja, ja, ist klar. Ja, ist okay. So. Bitte schon. Bam. Komm schon, die muss jetzt aber richtig Damage machen. Ja. Not bad. Aber dafür sterben wir jetzt, oder? Was soll ich denn reintun? Peach oder was? Ja, toll. Ich meine, okay, sie überlebt zumindest noch ein bisschen was. Gino nicht. Gino hat gar keine Verteidigung gefühlt. Ja, Mario ist jetzt auch tot. Okay. Jetzt. Ungefähr. Gut. Ja, zu wem soll ich denn wechseln? Hier, zu dem hier. Bowser ist das. So, Peach. Ich kann halt nichts machen. Absolut rein gar nichts. Ich kann nur zusehen, wie ich langsam sterbe. Und ich hasse die Pilzform über alles. Ich hasse es so sehr. Weil es so lange dauert. Oh mein Gott, ich lebe wieder. Bis man irgendwas wieder machen kann. So, Mario wiederbeleben. Wunderbar. Er lebt wieder. So, Peach nutzt jetzt nur noch zum Heilen. Ich weiß, sie hat einen krassen Angriff, aber... Da hat auch nicht jemals dazu hinbekommen, den einzusetzen. Also der Kampf ist echt übertrieben. Der ist wirklich echt übertrieben, dieser Kampf. Bowser lebt wieder. Schön. Robo, Koopa, Randale! Bam! Das ist einfach immer noch keiner kaputt gegangen. Das ist unfassbar. So, und Peach heilt dann mit Gruppenknuddeln. Ja, komm, sei leise. Ja. Wunderbar. Alle geheilt. Wie gesagt, die drei, die wir gerade sehen, das ist einfach mein bestes Team. Mehr oder weniger zumindest. Ach nein. Ja. War klar, dass er auf Bowser geht. Ja, war klar. War einfach klar. Sind alle tot. Also, kann der Gino gleich wieder beleben, theoretisch. Was machst du jetzt? Du machst nochmal deinen Royal Sirup. Peachy, Wiederkehr. Wir haben noch genug Leben, dass wir noch einen Angriff überleben sollten, wenn ich mich gut anstelle. Wenn. Ja, geht nicht abwehrbar. Da kann ich nichts tun. Da kann ich auch nichts tun. Beim Gleisen. Es geht nicht. Kann ich nichts machen. Juhu. Und Sascha kann ich auch nichts tun. Und er darf auch nochmal angreifen. Oh mein Gott. Spiel hat mich leben lassen. Wow. Irgendwas Krasses.
Oh, Rotessenz macht 3 Kampfrunden lang unverwundbar. Das reicht nicht. Das kann er 5 angreifen. Das lohnt sich nicht irgendwie. Wie hätte ich das vorher einsetzen können oder so? Ich weiß es nicht. Ja, toll. Frage für die Münzen. Was soll ich tun? Mario wiederbeleben. Peach mit Muntermacher oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Kampf auch wieder verloren. Und ich kann euch wirklich nicht sagen, was diesmal falsch gegangen ist. Ich weiß es halt nicht. Wow, habe ich gerade Glück. Ja, da habe ich gerade wirklich Glück. Wow. Okay, Mario, du machst einen Muntermacher auf Peach. Peach macht einen Muntermacher auf Gino. Und Gino greift an. Ja doch. Sollte funktionieren. Wing wing. Ne, darf ich nicht. Okay. Okay, kann ich auch nicht ausweichen. Jetzt. 1, 2, 3. Okay. Gino Nova. So. Wenn die Kristalle weg sind, ist er bestimmt ein leichterer Kampf. Aber ich frage mich halt, wie viele Leben der haben muss, bitte. Mario ist halt wirklich einfach nur so ein Port. Ich würde gerne Mario raustun, aber man kann ihn nicht raustun, weil er der Main Character ist und so. Oh Mann. So, alle healed. Vielleicht ist Gino wirklich besser als Bowser. Aber da bin ich jetzt auch nicht sicher. Er macht mehr Damage, aber er hat viel zu wenig Verteidigung, dass man ihn wirklich auch benutzen kann. Hab ich zumindest so das Gefühl. Und ich gehe einfach davon aus, dass die Gino Nova die stärkste Attacke ist, weil die am meisten kostet. Und die neueste ist. Ja! Oh mein Gott! 2 Kristalle sind kaputt! Oh mein Gott! Das ist richtig gut. Nein, du greifst nicht an. Du machst einen Ahornsirup. Und dann nochmal einen Gruppenknuddeln. Ja. Okay. Das ist viel besser. Viel erträglicher. Oh mein Gott, jetzt habe ich Hoffnung. Oh mein Gott. Jetzt. Oh, man sollte mit Gino kämpfen. Und am Leben versuchen zu behalten. Dann hat man den Damage Output. Oh, die leben aber noch alle. Ja, Feuer kann ich nicht machen. Wegen dem Feuerkristall. Bam. 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 Wirkungslos. Oh Gott, das war ja unnötig. Okay, wisst ihr was? Ich riskiere es. Ich mache eine Psychobombe. Ja! Mach Damage. Okay, verteidigt. Ja, daneben. Oh mein Gott, jetzt läuft's. Jetzt habe ich den Run. Oh mein Gott. Noch eine Gino Nova. Dann müssten sie aber kaputt gehen. Also wenn nicht, dann wüsste ich nicht, was sonst. Also ganz ehrlich. What? Was zur Hölle? Die stehen ja noch. Was soll das? Hallo? Nochmal eine Psychobombe. Komm schon, jetzt aber. Komm schon. Bam. Die leben immer noch. Haben die beiden irgendwie mehr Leben als die anderen beiden Kristalle? Oder habe ich die vorhin so wenig getroffen? Also das verstehe ich jetzt nicht. So, noch eine Gino Nova. Ich weiß nicht, diese 5-Sternen-Angriffe, die muss einfach nur ein bisschen gedrückt halten. Da habe ich einfach das Timing komplett raus. Das ist wirklich nicht schwer für mich. Okay, Mare setzt noch einen Ahornsirup ein. Peach halt nochmal alle. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ja, es könnte auch sein, dass der richtige Final Boss im Spiel, das ist ja nur ein Secret Final Boss, dass der Final Boss im Spiel dann, also Schmiedricht wahrscheinlich, dass er dann auch eine Überlängern-Folge bekommen wird. Das kann gut sein.
hoffe, dass es euch dann nicht stört. Wir machen ja krasse Kämpfe hier. So, mit dem Kirby-Gesicht drauf. Es siebt immer noch. Es ist unfassbar. Unfassbar. Okay, Mario, du heilst dich. Sumpf-Movies. Actually? Hau raus. Wie das in das Movie aussah, mit so drei Strohhalmen. Oh, schön. So, leg dich nicht mit Peachy an. Mit Lolli Peach. Boom. Ja. Nur noch der Rote lebt. Okay. Den kriegen wir jetzt weg. Den kriegen wir jetzt sowas von weg. Also der muss jetzt kaputt gehen. Der muss. Ja. Freundchen, du hast dich mit dem falschen Super Mario, würde ich sagen. Super Mario angelegt. So. Das ist natürlich doof. Dann Peachy, dann mach halt nochmal eine Psychobombe. Meinetwegen. Bam, 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 bam. Ah, mach ruhig deinen Blödsinn da. Ich hol Bowser rein. Weiß nicht warum, aber ich tu's. Ich versuch's auch mal mit dem Supersprung. Verdammt. Ich muss ja sowieso noch mal üben für die 100 Sprünge, die habe ich noch nicht gemacht. Ich war irgendwo bei 60, dann habe ich aufgegeben. Das war schon mal richtig nice. Okay. Belebe Bowser wieder, dann kann er direkt auch einen starken Angriff einsetzen. Und unsere Leiste ist fast voll. Nächste Runde sollte sie voll sein. Hoffentlich. Bah! Oh. Das war nicht hilfreich. Schade. Ahornsirup. Wickwing. Wickwing. Du machst eine Psychobombe. Die Psychobombe macht gut Schaden. Oh ja. Und Mario ist fast tot. ich schätze, Gino macht doch besseren Damage. Alter Gegner. Ein Gegner. Ich versuch's. Ich konnte ihn noch nie machen. Ich bin da einfach nicht gut drin. Ehrlich nicht. Ich hab's einfach nicht drauf. Bam. So! Schütze gesagt vor einem einzigen Angriff. Herz. Süß, aber hilft nicht. Heil. Nee. Heil Mario. Schön. Okay, er verschwendet seine Runde. Ein Gegner. Ich will diesen einen Angriff, der nur einen Gegner angreift. Von wem war das? Bowser, Gino und Mario war das, glaube ich. Vielleicht kriege ich den noch gleich rein. Giftdampf kann ich versuchen. Kann er vergiftet werden? Ja. Nein. Nein, kann er nicht. Nein, kann er nicht. Das war unnötig. Schade. Schade. Ahornsirup. So. Schön. Nein, ich war... Wieso kann ich nicht Gino reintun? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Belebt Mallow wieder. Mhm. Und jetzt. Angriff wird voll. Nein, das war's immer noch nicht. Das war's immer noch nicht. Das war was anderes. Egal, ein bisschen angreifen. Vielleicht hat er noch nicht mal so viel Leben, wer weiß. Jetzt kann ich zu Gino wechseln. Jetzt kann ich's machen. Oh, Feinde regnen. Was zur Hölle? Was war das denn? Mehr. Nee, wo sehe ich die Infos? Wo sehe ich die Infos? Vielleicht sehe ich sie gleich nochmal. Ich mache einfach die Nova. Macht ja trotzdem gut Scherben. Auch wenn ich eigentlich besser ist gegen mehrere.
macht er trotzdem Schaden. Er hat keine BP mehr! Das heißt, der Kampf geht schon zu lang. Ah, hier sehe ich die Trilltechnik. Wir haben ein Bowser-Finale. Was das? Stärke deine Feinde. Der allen Gegnern. Ich glaube, das war wirklich so, oder? Das war doch das. Nee, es greift alle an. Ach, egal. Juckt nicht mehr. Jetzt einfach besiegen. Ja, Mann. Der lebt immer noch. Habt ihr eigentlich... Ist euch eigentlich okay? Soll ich hier noch bis morgen sitzen? Ja. Keine BP mehr. Treffen wir noch so an. Da, siehst du, macht genug Damage. Bonk, bonk, bonk. Ah, toll, das ist der Kampf. Er kann mich nicht mal mehr angreifen. Der Kampf sollte ja eigentlich schon gewonnen sein. Denkt das Spiel so. Glaube ich. Komm, jetzt beende es. Ja! Finally! Final Fantasy Musik immer. Euer Geist ist stark. Diese legendäre Stärke entspringt der Dreidimensionalität. Sie ist mächtiger, als es sich das Böse vorstellen kann. Ich werde die Erinnerung an diesen Moment auf ewig bewahren. In einer anderen Zeit, in einem anderen Spiel, stünden wir uns wohl als Todfeinde gegenüber. Einfach die vierte Wall gebreakt. Irgendwann werde auch ich die Macht der Dreidimensionalität besitzen und ein Land mit Tiefe besuchen. Doch vorher möchte ich euch dies schenken. Es soll euer Andenken an unseren Kampf sein. Quarzanhänger. So lebt denn wohl, Ritter des Sieges. Was macht ihr mit dem Quarzanhänger? Die Tür ist aber verschwunden. What? Das ist gruselig. Was sagt jetzt eigentlich die Piranha-Pflanze dazu? Dass der jetzt einfach weggegangen ist. Ich glaube, der Nachbar ist weggezogen. Okay, na gut. Was haben wir bekommen? Wir haben irgendein Item bekommen, wo ich nicht ganz verstanden habe, was das macht. Das ist ein... Ich glaube, das ist wirklich ein Ausrüstungsgegenstand für irgendwen. Oder? Das ist so ein... Ah, hier! Hier ein Ausrüstungsgegenstand. Eine schillernde Quelle der Kraft. Ja, aber Mario erinnert das nichts. Das ist schlechter für ihn? Das ist für alle irgendwie schlechter, oder? Hä? Ich schätze, ich kann's... Na, nee. Ich schätze, es gibt's trotzdem mal Gino? Nee, oder? Puh, das muss ich mir nochmal anschauen. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann mit der Story weitermachen.